Hallöchen und herzlich willkommen hier auf der Zockeroase. Wir spielen wieder eine Runde Demolition Bile 2018. Und wir befinden uns hier auf dem Schrottplatz, wo wir ein bisschen Altmetall weggebracht haben, $6000 eingenommen haben. Und dann haben wir letzte Folge noch den Kran gekauft und die Prüfung abgelegt. Und das heißt, wir können jetzt den ersten Job annehmen, wo wir den Kran auch brauchen. Und da wollten wir die Glockentürme nehmen. Wollte eigentlich schon in der letzten Folge, aber da war die Folge war schon lang genug. Das wäre noch ausgeartet. Wer weiß, wie lange das hier dauert. Diese Mission. Von daher machen wir das jetzt. So, dann müssen wir hier hin. Dann ja, brauchen wir nicht wieder durch die ganze Stadt fahren. Lassen wir uns mal hier hin transportieren. Das geht wieder nicht, wenn man im Auto sitzt, warum auch immer. So. Ein Taxi, dann wären wir schon mal hier. Dann können wir von hier jetzt dahin fahren. Das war ja nur in Anführungszeichen. Ja, Straße runter. Rechts und links. So. Oh, wir parken einfach mal auf der Straße. Hier ist eh nichts los. Ja, und hier sieht man schon. Die schönen Glockentürme, die sollen hier platt gemacht werden. Ja, dann gucken wir mal, was wir alles machen müssen. Wir haben zum einen müssen wir Glocken in die Container schmeißen. Oh, da brauchen wir den ja auch schon mal einen Bagger. Und wir müssen Sicherheitszäune hier errichten. Dann machen wir das erstmal als erstes. Das geht ja relativ schnell. Damit hier auch nichts beschädigt wird hier bei den angrenzenden Gebäuden. Hier steht wieder ein Hydrant. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall wieder für Staubeindämmung sorgen. Jetzt gehen wir erstmal hier zum Parkplatz. Holen uns den, ja, den Bagger erstmal. Und da müssen wir einmal umbauen. Wir haben gleich kein Benzin mehr. Ist ja schön, dass man hier ab und zu mal reinguckt. Müssen wir tatsächlich erstmal tanken fahren. Wo ist jetzt hier eine Tankstelle? Wo ist jetzt hier eine Tankstelle? Stadtpark, Vergnügungspark, Brücke. Die haben wir, glaube ich, noch nicht entdeckt. Wir sind zwar schon ein paar Mal dran vorbeigefahren, aber das zählt ja nicht. Oh, das ist ärgerlich. Dann müssen wir jetzt erstmal Pickup. So, wo ist der Pickup? Hier hinten. Gucken wir mal ganz schnell hier, wo eine Tankstelle sein könnte. Fahren wir hier links runter. Da sind zwei Fragezeichen. So, da fahren wir mal ganz dicht dran vorbei. Das ist wahrscheinlich nur ein Grundstück, was wir so kaufen können.
Backsteingebäude, genau. Dann haben wir das jetzt schon mal entdeckt. So, hoffentlich haben wir jetzt hier eine Tankstelle. Jawohl, hier haben wir sie doch. Müssen wir erstmal so fahren, dass wir sie entdecken. Das geht komischerweise immer erst, wenn man auf der Tankstelle drauf ist. Wenn wir schon mal hier sind, können wir den Pickup tanken. Jawohl. Dann steigen wir mal aus. Dann lassen wir uns den Bagger mal hier hinliefern. Fahren wir mit dem Bagger zur Tankstelle. Wenn wir da überhaupt hinkommen. So, einmal voll tanken bitte. So, wir schieben mal unseren Pickup weg und tanken für $95. Einmal voll. Das war das. So schnell geht das. So, Glockentürme. Nehmen wir mal ein Taxi. Dann lassen wir uns den Bagger hier schon wieder hinliefern. Das geht natürlich ratzfatz. Schön, dass die Entwickler sowas eingebaut haben. Das wäre ärgerlich, wenn man hier dann ständig mit dem Bagger hier hin und her fahren muss zur Tankstelle und wieder zurück. Das wäre sehr viel Zeitverschwendung. Boah, hier müssen wir aufpassen, die Kisten hier, nicht, dass wir die wieder kaputt machen. So, müssen wir einmal den Aufzug ranmachen. Boah, hier los, ey. Scheint wohl ein bisschen schwer zu sein, die Glocke. Alter. Nee, das machen wir lieber nicht. Nicht, dass wir hier noch eine Kiste kaputt machen. Manövrieren wir uns hier mal vorsichtig raus. So, das heißt jetzt, also hier muss man richtig aufpassen. Ich weiß nicht, ob man die Kisten irgendwie wegschieben kann oder so. Jetzt werden wir den dicken Kran dann benutzen. So, zweite Glocke dann. So, und nun können wir hier, so, das war es glaube ich mit dem Bagger, können wir den Kran holen und dann geht der Spaß so richtig los. 317 Teile, Glockentürme abreißen. Das könnte jetzt lustig werden. So, einmal den Kran. Und auf geht's. So, bin ich mal gespannt. Wenn die Teile hier runterfallen und dann auf die Kisten drauf, das gibt bestimmt auch Minuspunkte. So,
gucken wir mal. Die erste Taktik können wir mal ausprobieren, indem wir jetzt einfach die Kugel runterschmeißen. Nee, andersrum. Ah! Vorhin noch gesagt, wir müssen was gegen Staub tun. Und dann nicht dran gedacht. So, machen wir mal ganz schnell wie gehabt. Erst von außen, dann von innen. Boah, so hochspritzen hier ist er. Eieiei. So, es geht immer relativ schnell hier. So, erstmal alles von außen, wie gehabt. Da war ganz schön viel Power hier, dass man hier so hoch mit dem Wasser hier hinkommt. Poweranschluss. So, das sollte eigentlich reichen. So, kommen wir hier auch von innen rein. Ja, nicht so wirklich hier. Hoffen wir mal, das reicht. Und mal die Taktik erstmal immer nur hoch und runter. So, jetzt haben wir hier erstmal ein Loch reingemacht. Da müssen wir jetzt, glaube ich, von innen jetzt nochmal abspritzen. So. Jetzt sollte es aber reichen. Fällt ein hier. Oh, ja. Das hatte ich geahnt hier, wenn die Teile runterfallen, dass die Kisten hier kaputt gemacht werden. Ja, $175 Strafgebühren. So, mal weiter ranfahren. Jawoll! Kavum.
Das ist ja voll geil hier. Dann machen wir hier von hinten. Ja! Ja, mal geil. Ist das genial. So, was haben wir hier noch? Da können wir, glaube ich, nochmal so runter. Richtig genial hier. So, mal gucken, ob wir den Rest jetzt hier mit dem Hammer irgendwie kriegen. Also Mauern, die noch stehen. Wohl nicht. Alles, was runtergefallen ist, kriegen wir hier mit dem Hammer. Auch wenn die Brocken noch relativ groß sind. Aber das ist noch ein Stück Mauer. Das müssen wir so noch mit dem Kran erwischen. Ja, ärgerlich, dass wir eine Kiste erwischt haben. Aber die haben sie ja extra da so hingestellt. So, die müssen wir, glaube ich, auch noch mal extra machen. Große Brocken hier. So, hier noch. Ja, das war's dann schon. So, die beiden machen wir noch. Wir müssen noch zumindest ein paar Dollar bekommen. So, mal warten. So. Das war das. So, das war's. Damit haben wir die Glockentürme hier, den Erdboden gleich gemacht. $3.999. Ja, leider $175 Strafe für die eine Kiste, die wir kaputt gemacht haben. Schade, schade, aber gut, immerhin noch gutes Geld und ging relativ schnell, also richtig zerstörerisch mit dem Kran hier. Einmal mit der Kugel mittendurch und schon bricht alles zusammen, also das ist richtig genial. Ja, und dann sehen wir mal in der nächsten Folge, was wir da machen an der Mission. Die Glockentürme sind weg. Ja, würde mich freuen, wenn du wieder einschaltest hier und ja, lass doch einen Daumen nach oben da, würde ich mich auch drüber freuen. Genauso wie ein Abo, wenn du noch nicht hast und damit unterstützt du meinen Kanal. Vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.